Hallo und willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Beim letzten Mal haben wir versucht, ein Parasaurus zu zähmen und sind etwas auf den Affen gekommen. Naja, Familienzuwachs hin oder her. Irgendwann kriegen wir sie alle. Ich habe für den Kleinen immer noch keinen Namen. Aber ich werde mir noch was einfallen lassen oder mir Ideen holen. Na gut, dann gehe ich mal auf die... Moin, Palmwedel. Gehe ich mal auf die Suche, um endlich weitere Tiere zu zählen. Ich bin voll auf Zähmerlaune. Der Tag ist gerade frisch. Ich habe... absolut kein einziges Stück Fleisch in der Tasche, falls ich einen Fleischosaurus zähmen will. Deswegen nehme ich mal den Kleinen hier mit. Mit ihm sind wir schnell zu Fuß. Im Notfall kann er mich verteidigen. Denn ich bin ja so wehrlos. Was noch nicht mal gelogen ist im Augenblick. Ich habe wirklich keine Waffen außer dem Bogen. Au! Experiment. Was bist du? Ja, du bist männlich, schade. Ein Dodo hätte ich gerne in weiblich. Weibliche Dodos legen Eier. Männliche Dodos hingegen nicht so. Die Eier, die die legen, schmecken nicht. Männlich. Ja. Prächtige Farben. Ein traumhaftes Pink. Ah ne, lila eher, aber... ihr wisst schon. Die männlichen Tiere haben meistens die prächtigeren Farben. Grün. Ich habe da irgendwie nicht so den Erfolg. Als ich den Shattuck gezähmt habe, hatte ich davor noch zwei Pteranodons gesehen, aber da habe ich so gedacht, oh nö, die Läste. Da war ein knallrotes Pteranodon und ein braunes. Und ich habe so gedacht, ja gut, okay, ne, meist die prächtigeren Farben und bla. Ich guck mir an, ja gut, dann wird das wohl das Männchen sein. Ich guck den Roten an. Weiblich. Map. So zum Thema. Meist, ja. Na. Auch wieder ein Kerl oder was? Nein, du. Eine Flotte da. Ey, ey. Was ist mit dir? Weiblich. Was läuft da hinten? Das sieht aus wie ein Dino. Ja. Nur zu schade, dass wir leider unsere kleine Dino von da hinten nicht wirklich, ja, mitnehmen können. Boing. Och nö.
Ich sehe es schon wieder. Hier ist ja schon wieder ein Sumpfgebiet. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich bin da rum, dann bin ich da. Okay. Ach, da auf dem Mittelstück, da wurde ich doch ausgelutscht von dem Blutegel. Genau. Alles klar, dann weiß ich, wo ich bin. Ich hab grad gedacht, das ist eine Schlange. Ah. Ja, wunderbar. Ich liebe es. Ich bin traumatisiert. Para. Ich wollte doch was ausprobieren. Ich Genie. Jetzt laufe ich vor den Viechern weg. Huh. Die Blutegel sieht man auch nicht im Wasser. Man hat sie nur schlagartig an den Flossen. Was war das? Oh, du bist hübsch. Weiblich. Oh! Na, et voilà. Was haben wir denn da? Okay. Das sieht fast aus wie... Wie unsere Säulen. Finde ich schon cool. Ach, dich habe ich gesehen hier. Oh. Warum läufst du so Amok? Na, Dicker? Warum läufst du Amok? Hm. Keine Ahnung. Ob der irgendwas gesehen hat, was ich jetzt noch nicht sehe? Er hat was gesehen. Er hat definitiv was gesehen. Alter. Oh, aber eine schöne Farbe. So komplett in Schwarz. Alter, geil. Rein hypothetisch. Wie viele... Nee, das reicht nicht. Ich glaube, den kriege ich nicht totgeknüppelt. Machen wir einen Bogen drum. Andererseits, wie viele Narkotika habe ich zu Hause? Es ist jetzt nur rein hypothetisch gesehen, ob es funktioniert oder nicht. Nein, und ich leide nicht an Größenwahn. Nicht ansatzweise. Es ist ja nicht so, dass ich nicht mal ein Dodo habe, um mir gleich einen Spinosaurus zähmen möchte. Hm. Oder? Ich meine, den Sattel, den lerne ich erst sehr, sehr viel später. Also lohnt es sich eigentlich noch gar nicht. Deswegen wäre es völlig irrsinnig, wenn ich das jetzt versuchen würde. Ach, ich weiß das selber nicht. Vor allem brauche ich sehr viel mehr Fleisch dafür.
Und erstmal den richtigen Weg nach Hause. Aha. Ha. Doppelsprung. Cool. Ich verteile mal mein Level. Ach, Sauerstoff kriege ich 20 Punkte dazu, statt nur mal 10. Da liegt Scheiße, da liegt ein Para. Hey, eine gute Nachricht. Mein Monitor spiegelt nicht mehr so extrem. Dafür scheint mir gerade durch die Jalousie die Sonne genau ins Auge. Ich hab echt ein Glück. Wow. Na. Geh mal rauf da. Oh. Wir müssen außen rum. Ja, wir müssen auch rum. Eigentlich, warte, ich gehe mal kurz auf die Säule. Ich möchte mal wissen, was ich denn brauche. Hierfür. Ich weiß, dass man Sachen so von T-Rex und so sammeln muss. Vom Spinosaurus braucht man, glaube ich, irgendwas. Und noch ganz viel anderen Kram. Artefakt der List. Artefakt des Himmelsherrn. Artefakt des Immunen. Artefakt des Starken. Okay. Und man muss Level 55 sein. Ah ja, genau. Das sind die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Leicht, mittel und schwer. Wenn überhaupt, würde ich mich auch leicht versuchen. Wenn überhaupt. Und dann muss ich überhaupt erstmal gucken, wie ich denn das hinkriegen sollte mit meinen Tieren und auch mit den Waffen. Weil ich brauche da jetzt nicht mit meinem Knüppel hinkommen und sagen, ey hier, guck mal her, Knüppel auf den Kopf und tot. Der Drache wird mir glaube ich was husten. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Narkotika. Narkosepfeile. Spinosaurus. Blöde Idee. Ja. Es ist wirklich eine saublöde Idee. Genau, ich werde... Ich werde Rennington mitnehmen. Und ich werde Green Terror mitnehmen. Dann werde ich mir gleich mal die Taste belegen für... greif mein Ziel an. Falls nämlich die Sache in die Hose geht, dass der mich hier fast tot beißt, dass die beiden dann sofort dazu geeilt kommen, um mich zu verteidigen. Oh Gott, ich halte das immer noch für keine so gute Idee. Aber irgendwie... Ah. Das ist doch Selbstmord, was ich jetzt vorhab. Das ist reiner Selbstmord.
Ernsthaft. Sekunde. Ich überlege, wie viel der Argentavis, also Mia, gefressen hat von den Pfeilen, bevor sie flüchten wollte. Ich weiß gar nicht, habe ich sie vom Himmel geholt? Oder ist sie abgeschmiert? Ich glaube, sie ist abgeschmiert, ne? Die ist von sich aus gelandet worden. Stück. Puh. Auch wenn ich dann schon mal hier bin. Ach ja. Übrigens, es regnet im Haus, wenn wenn man reinkommt und die Tür offen ist. Ne. Sag mal, was hast du denn dabei? Gammelfleisch, Leder, naja. Na, mein stolzer Vogel. Ja, Hauptsache du freust dich. Du hast auch jede Menge Zeug dabei. Den Kamm würde ich gerne Mia kurz geben. Dass sie darauf aufpasst. Ich möchte das nicht verlieren. Und würde ich sagen, hoppla. Na. Nein, nicht auf der Truppe. Renneken, Mensch. Alle Zicke. Verhalten. Folgen. Und du, aufsatteln. Go. Komm, Reinecken. Hier. Wir gehen. Sag tschüss zu mir. Ja, genau. Tschüss. Und dann lass uns gehen. Eieieiei. Mir geht die Düse. Mir geht die Düse, jo. Muss ich auch noch umstellen, ne? Verhalten. Folgen aktiv. Verhalten. Passiv. Dich muss ich auch kurz passiv machen. So, dann muss ich einmal kurz die Option. Tastenbelegung. Baba. Aggressiv. Alle folgt mir, alle bleiben, bla 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 bla. Mein Ziel angreifen. Mhm. Was nehme ich denn da? Okay, das geht. Das ist eine Taste auf meiner Maus. Oh, wieder ausprobieren.
So. Aggressionslevel passiv. So, zählt das auch für dich schon? Ja. Danke. Puh, so, dann kommt. Ich will nur sagen, ich verlasse mich wirklich auf euch beide, ne? Ich stand erst einmal einem Spinosaurus gegenüber. Also wirklich im Kampf. Als ich den Schwierigkeitsgrad noch nicht so runtergepusht hatte. Ah. Zwei Schlangen. Dann könnten ein Problem nachher darstellen. So. Wo ist er denn? Die Parasaurier sind mir etwas zu ruhig dafür, dass hier irgendwo ein Spino durch die Gegend laufen soll. Kein Spino. Renneken? Komm, ganz ruhig. Komm hierher. Komm. Okay, also wenn ich drauf sitze, passiert da gar nichts. Okay. Also muss ich wirklich pfeifen und in der Nähe sein und dann angreifen. Ich darf nicht auf dem Tier sitzen. Da ist er. Renneken? Da. Ihr seid beide passiv, ne? Gut. Ich verlasse mich auf euch beiden, dass ihr mich eventuell rettet, wenn es schief geht. Und ich hoffe einfach mal, dass dieser Wald hier dicht genug ist, dass er mich hier nicht so direkt attackiert.
Wow. So. Schnell Inventar auf. Zeug rein. Jetzt wird gefüttert. Oha. Ja, nicht wundern, ich muss jetzt erstmal sehr viele Narkobären holen. Denn irgendwie habe ich so das Gefühl, das wird eine Zeit dauern. Und in dem Suchen der ganzen Narkobären, suche ich nochmal. Nein! Oh. Fuck. Green Terror. Oh Gott. Charles. Mann. Das finde ich jetzt wirklich schäbig. Warum packe ich das eigentlich alles bei dir rein? Naja. Irgendwie, ja. Greeny. Hey, Spino. Du bist noch ein bisschen bewusstlos, ne? Ja, Kacke.
Was ist denn jetzt los? Hey! Sag mal! Ich glaube, das hackt oder was? Alter, was? Was bist du denn für ein Arschloch? Boah, Mistmade. Eieiei. Hauptsache der Felsen schmeckt. Ja. Ich würde sagen, mit diesem traurigen Ergebnis, dass wir Spino jetzt als Ersatz für Green Terror haben, verabschiede ich mich aus dieser Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.